Supercell bringt ein neues Spiel, welches alle ihre anderen Spiele vereint. Squadbusters. In Arenen steuert man ähnlich wie in Brawl Stars eine Gruppe von Charakteren, den Squad. Gekämpft jedoch wird gegen Monster-NPCs und andere Spieler durch Stehen bleiben. Mit dem gesammelten Gold wird dann der Squad erweitert und geupgradet und das Sammeln von Gems entscheidet am Ende über deine Platzierung. Wenn du nicht vorher schon gebastelt wirst. Am 23. April startet die Beta sowohl für iOS als auch für Android in ausgewählten Ländern. Aber keine Sorge, wie ihr Squadbusters auch hier in Deutschland problemlos runterladen könnt, zeige ich euch noch in einem Extra-Video. Zu dem bereits bekannten Gameplay gibt's eine Menge geiler Neuerungen. Und zwar wirklich eine Menge. Jede Einheit besitzt nun drei verschiedene Formen. Das ist in der Art so etwas wie verschiedene Level. Gestartet wird bei Baby, dann kommt Classic und die höchste Form ist Super. Zumindest bis jetzt, denn in Zukunft werden noch weitere Formen hinzugefügt. Jede Einheit erhält mit der neuen Form auch eine neue Fähigkeit, sodass sie sich in dieser Hinsicht auch verbessert. Zum Mergen, also zum Upgraden auf die nächste Form, benötigt man Duplikate. Und diese Duplikate erhält man aus Kisten, die man nach jeder Spielrunde bekommt. Dabei erhält man in jedem Fall eine Kiste, wie gut diese ist, hängt aber von der Platzierung in der Runde ab. Je besser die Platzierung, desto besser die Kiste, also mehr Duplikate und Duplikate von selteneren Einheiten. Das Merchant gibt einem dann Portal Energy, das ist in etwa sowas wie Erfahrungspunkte und mit diesen schreitet man dann in den verschiedenen Welten voran. Jede Welt kommt mit einer eigenen Map, einem eigenen Set von Charakteren, Bossen und Modifiern. Aktuell gibt es die vier Welten Green, Desert, Royal und die brandneue Map Boom Beach, auf die schauen wir später noch im Video genauer. Denn eine weitere Neuerung sind Mega-Units, die den eigenen Squad verstärken können. Sie sind noch größer und deutlich stärker als Fusion-Einheiten, die man ja durch das Fusionieren von drei gleichen Einheiten im Squad erhält. Mega-Units sind spezielle Einheiten von bereits existierenden Charakteren mit speziellen Twists. Starten in die Beta werden wir mit den beiden Mega-Units Dragon Chicken und El Tigre. Weitere werden in den zukünftigen Updates hinzugefügt. Aber wie bekommt man die jetzt in den Squad? Mega-Units können selten in denselben Kisten erscheinen, in denen man auch zwischen den drei Charakteren wählen kann. Dort kann man sich für die Auswahl der Mega-Unit entscheiden oder immer noch in dieses normale Menü zwischen drei Charakteren zurückwechseln. Dafür, dass die Mega-Units aber überhaupt in den Kisten erscheinen können, muss man sie zuerst in der eigenen Sammlung freigeschaltet haben. Das bedeutet aber auch, je mehr man in der eigenen Sammlung freigeschaltet hat, desto häufiger werden die Mega-Units auch in den Kisten erscheinen. Aber wie schaltet man die denn jetzt frei? Sie gehören zu Consumables, einer Klasse von Items, die man entweder in Events und Challenges erhalten kann oder direkt im Shop kaufen kann. Neben den Mega-Units gibt es da noch Schlüssel, mit denen man wahrscheinlich Kisten verschiedener Seltenheiten für Charaktere und Duplikate öffnen kann und Würfel, mit denen man in-game die Kiste mit den drei Charakteroptionen einmal neu ausrollen kann. Natürlich gibt es in Squadbusters wie in jedem anderen Spiel auch einen Gem-Pass. Ob dieser für Gems oder für Echtgeld sein wird, das weiß man noch nicht. Was man aber weiß, ist, dass in diesem Gem-Pass auch Mega-Units vorkommen können. Um im Pass vorzuschreiten, werden die Gems benötigt, die man in den Battles sammeln kann. Das bedeutet, man sammelt die Gems und diese werden dann übertragen in den Gem Pass und in diesem schreitet man somit voran. Und in genau diesem Battle ist jetzt auch eine neue Map verfügbar, und zwar die Beach Map in Anlehnung an das Supercell Game Boom Beach. Sie kommt mit einer komplett neuen Umgebung, vier neuen Modifiern und drei neuen Charakteren. Der Heavy aus Boom Beach macht Heavy Damage und kann sich sogar selbst heilen. Penny läuft über den Boden und kann dort Schätze finden. Und Tank, auch aus Boom Beach, kann Panzer, die auf der Map verteilt sind, nutzen und mit diesen dann angreifen. Auf jeden Fall Props an Supercell, das sind richtig, richtig kreative Buster. Aber wird's nicht langweilig, wenn man alle Welten durchgespielt hat? Nein, denn dann kommt die Squad League. Wie gesagt, wird diese freigeschaltet, sobald man alle Welten durchgespielt hat. Und dann spielt man um Trophäen. So lange, bis eine neue Welt hinzugefügt wird. Aber dies ist auch nicht die einzige Art zu spielen, denn Partys werden hinzugefügt. Das heißt, du kannst deine Freunde adden und mit deinen Freunden zusammen Squadbusters zocken. Puh, das war echt eine Menge an Infos. Aber um keine weiteren Details in den kommenden Tagen und Wochen zu verpassen, lasst unbedingt ein Abo da und über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen.